Guten Abend und willkommen zur Pressekonferenz nach dem DL-Spiel der Augsburger Panther gegen die Eisbären Berlin. Endstand 1:2 aus Augsburger Sicht. Bei mir sind die beiden Trainer für unsere Gäste aus Berlin, Serge Aubin, und für Augsburg unser Headcoach Ray Thomy. Das erste Wort gehört wie immer den Gästetrainer. Mr. Aubin, congrats on the win. May I ask for your thoughts on tonight's game, please? Yeah, thank you. It was a good game for us tonight. I thought we had a good start. I really liked our composure. Our puck management was good, and we kept the game pretty simple, and we were very effective early in the game. The penalty kill did the job, and as a team, I think, you know, I was able to roll four lines. Everybody was involved in the game, and we were able to keep up the momentum. Obviously, in the third period there, that goal against in while we were on the power play kind of put us on our heels a little bit. And I mean, Augsburg made a strong push. We were able to hold on, and you know, it's good to have our first win and move forward. Thank you very much. Trey, der Gästecoach, ist grundsätzlich zufrieden mit seiner Leistung. Er hat aber auch eine gute Augsburger Mannschaft im letzten Drittel gesehen. Trotzdem haben wir es nicht geschafft, das Spiel dann nochmal ausgleichen zu können. Wie würdest du den heutigen Abend skizzieren? Ja, genau so. Erst einmal guten Abend, Glückwunsch an Serge und Berlin. Die haben einen guten Start, was Serge gesagt hat, wir nicht. Also wie allzu oft hier jetzt zu Hause die letzten 4-5 Spiele. Und nochmal ein Spiel, wo wir mit einem Tor Unterschied verlieren. Immerhin haben wir einen Weg gefunden, wieder ins Spiel zu kommen. Ich fand, das zweite Drittel haben wir dann wieder gut gespielt. Also meiner Meinung nach, wir waren gut. Und vor allem im dritten Drittel. Wir haben Berlin wirklich unter Druck gesetzt. Und wenn wir das irgendwann mal lernen, entscheiden, so zu spielen über 60 Minuten und so anzufangen, dann werden wir eine bessere Chance haben zu gewinnen. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, ich bin damit zufrieden, also mit dieser Leistung im dritten Drittel, aber das Gesamte eben nicht ganz so, aber wir werden daran arbeiten, und Sonntag ist ein neues Spiel für uns. Danke. Danke, Dre. Fragen an die beiden Coaches? Stefan, wärst du so gut und würdest einmal. Danke dir. Nur eine Frage an Trey zum Neuzugang nach 8 Spielen. Wie bist du mit Mitch Callahan zufrieden? Mit Mitch? Ja, im Großen und Ganzen über das ganze Jahr bin ich mit ihm teilweise zufrieden. Der macht so viele Kleinigkeiten. Heute war nicht einer von seinen besseren Tagen heute Abend. Also, und das ist Fakt. Aber wie gesagt, ich möchte nicht über Einzelspieler heute Abend sprechen. Das war eine Teamleistung. Wir gewinnen und verlieren als Team, und so möchte ich so mich äußern. Noch eine Frage. Wie ist es zu erklären, dass ihr immer wieder zu Hause in Rückstand gerade? Ihr seid, glaube ich, zu Hause noch nie in Führung gegangen. Gibt es dafür eine Erklärung? Erklären momentan nicht, aber wir müssen auch wissen, es ist eine schwere Liga, und jede Mannschaft, die hier reinkommen, also sei es damals Düsseldorf, haben zweimal verloren, Ingolstadt fünfmal hintereinander verloren, Berlin, denke ich, hat auch keinen guten Lauf gehabt, und diese Gegner sind wirklich bereit. Wir sind der Meinung, wir sind bereit, eine gute Woche Training, Ansprache, die Jungs, aber für irgendeinen Grund kommen die nicht aus der Kabine und machen das. Dieser kleine Tick fehlt uns, wie ich gerade gesagt habe. Aber wenn wir wieder diese Leistung im dritten Drittel so spielen im ersten Drittel, dann, wie gesagt haben, dann haben wir bessere Chancen, das Spiel zu gewinnen. Ray, heute hatten Holzmann und Ullmann in der Aufstellung gefehlt. Was ist mit den beiden? Warum waren die nicht dabei? Und erstmals Trevelyan im Aufgebot. Wie hast du ihn gesehen? Ja, ich meine, erstmal haben wir 4 Spieler jetzt zu Hause verloren. Und wir waren der Meinung, wir wollten eine Änderung machen. Und wie es halt ist in Eishockey, wir dürfen nur 21 Spieler auf dem Spielbericht bogen. Und wir haben 23 oder 24, 25, 26. Wir mussten einfach eine Entscheidung treffen. Mehr war das nicht. Und was war denn noch die Frage mit TJ? TJ, ja. Wie hast du ihn heute gesehen? Das erste Mal seit langer Zeit. TJ war wirklich gut. Nach so einer langen Zeit Pause, der hat wirklich hart gearbeitet für diese Comeback. Und diese Comeback ist zumindest ist ihm gelungen, also seiner Leistung. Also war ich zufrieden. Natürlich, das ist nicht schön. Natürlich für ihn, der wollte auch gewinnen. Also von daher war es nicht optimal, aber von seiner Leistung war ich zufrieden. Die Statistik zeigt es heute auch wieder. Ihr verliert oft das Bully. Wie schwierig ist es, wenn man die Scheiben erstmal wieder erobern muss?
Ja, natürlich. Ich habe jetzt die Bully-Statistik jetzt gerade nicht im Kopf. Ich meine, eigentlich unser Bully-Spiel ist wesentlich besser als letzte Saison. Also bis jetzt, also was das heute Abend Spiel war, natürlich nicht gut genug, wenn du immer hinterher rennst. Natürlich ist es besser, wenn du mit einem Puck anfängst. Aber es ist nicht nur die Centermen, wir müssen unsere Außenstürmer, die müssen auch mithelfen. Also es spielt viel in dieser Rolle. Weitere Fragen? Nein, keine weiteren Fragen. Dann darf ich unseren Gästen aus Berlin einen guten Weg zurück in die Hauptstadt wünschen. Für uns geht es Sonntag weiter in Iserlohn. Dienstag geht es dann weiter, anderer Wettbewerb, Champions Hockey League, 19:30 Uhr, zu Hause gegen Liberec. Bis dahin, danke. Tschüss.